Zu Besuch in der Tageszeitung heute, das älteste Covermodel der Zeitung. Jetzt kam uns Tante Helly in der Redaktion besuchen. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Darauf muss erstmal angestoßen werden. Tante Helly war nämlich das Covermodel der Tageszeitung heute, einen Tag nachdem die Regenbogenparade in Wien stattgefunden hatte. Das ist das erste Mal, dass Sie auf der Titelseite waren? Ja. Mit ihrem aufwendig geschmückten Rollator ist sie gerne unterwegs. Doch früher, so sagt sie, war es deutlich mehr. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich habe früher sehr viel Handarbeiten gemacht. Dann war ich Turnen, war ich Laufen vor allem. Ich bin gern am Kolmberg rauf, am Leopoldsberg runter. Aber der Lebensfreude macht es keinen Abbruch. Sie strahlt und lacht, singt und tanzt. Einen Herzenswunsch hat Tante Helly aber noch. Mit der Conchita, dass ich die sehe, ne? Einmal Conchita treffen, das wär's. Aber was genau fasziniert Tante Helly an ihr? Ich muss ehrlich sagen, alles. Die ganze Figur, das Singen, die Art ihrer Bewegungen. Ich kann ja nicht nachmachen, weil ich zu alt bin oder besser zu jung bin. Wie alt ich bin? Ach Gott, ich bin ganz jung. 29. Aber mit ihren 29 Jahren hat sie noch einen Tipp an alle anderen Leserinnen und Leser von der Tageszeitung heute. Das ist das Wichtigste im Leben. Immer freundlich sein und dankbar für alles, was man erlebt. Die Tageszeitung heute bedankt sich für diesen sehr charmanten Besuch und wünscht alles Gute, Tante Helly. Arrivederci! Juppaidi, juppaida, juppaidi, tralala! Auf Wiedersehen!